Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Cas Incredible und heute guckt ihr mit mir ein Lied an von dem Rapper Namewe. Zu ihm haben wir schon mal Reaction gemacht gehabt, wo er mit Kimberly Chan gesungen hatte. In dem Lied dachten wir, es wäre so ein Love-Song, aber es hatte ja viele Bedeutungen, viele Andeutungen auch gegenüber China, politisch gesehen auch. Und wenn man so betrachtet, war es echt ein Meisterwerk, richtig großartig. Und ja, ich habe gesehen, dass er ein neues Lied rausgebracht hat. In dem Lied ist auch ein Future, bloß kann ich leider das nicht herauslesen. Irgendwie sagt Google Translator Xiao Hao, glaube ich. Aber mal gucken, vielleicht steht es noch irgendwo. Es ist irgendwie so ein Werbevideo für Kinmen Island. Was ist denn Kinmen? Kinmen Island. Taiwan, taiwanesische Insel. Ah, cool. Dann fangen wir auch mal an. Es hat schon über 8 Millionen Klicks. Richtig viel. Bin gespannt. Let's go. Oh. I'm excited. Kinmen Tourism Theme Song. Name wie? Featuring Flower. Okay. Kinderstimme. Und ich habe ja auch von euch gelernt, er hat immer in seinen Musikvideos englische Untertitel und darunter immer malaysische Untertitel. Oha, oh mein Gott, was für ein interessantes Musikinstrument. Oh mein Gott, sie hat eine schöne Stimme. Ist hier wieder so Andeutungen, weil sagt so, ich kann das nicht verlassen, ich habe keine Freiheit. Und er sagt so, dass er außerhalb der Mauer auf sie wartet und so. Sind das so Andeutungen vielleicht? Oder interpretiere ich es falsch? Es ist echt schön, was für Instrumente benutzt worden sind. So ist das pink. Oh
Wow, die Stimmen harmonieren auch richtig gut zusammen. Oh mein Gott, was ist das für ein Hakenkreuz? I'm shook. Aber ich glaube, im asiatischen Bereich hat es ja noch eine andere Bedeutung. Boah, die Sängerin ist aber echt gut. Sie hat echt voll schön Vocals. Jetzt so die Kinder. The Wall. All encounters in life are reunions. Are you after long times apart? Nice, oh my god. Schönes Musikvideo, schöne Sänger, also schöne Stimmen auch. Richtig toll. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied, zu dem Video in die Kommentare. Falls ihr mehr Infos habt, falls ihr mehr wisst, schreibt sie auch gerne runter in die Kommentare. Geben wir ein Like. Und ja, falls ihr noch nicht unsere anderen C-Pop oder auch malaysische Musik so angeschaut habt, guckt mal vorbei. Wir haben auch zu einigen taiwanesischen Künstlern auch Reactions gemacht. Also ist echt toll, könnt ihr mal vorbeigucken. Falls ihr mehr sehen wollt in Zukunft, vergisst nicht zu abonnieren. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye, bye.